Also ich finde es nach wie vor bedauerlich, dass es nicht gelungen ist, Pegida aufzulösen und diese Art von Provokation für die Gesellschaft auch tatsächlich endlich zu beenden. Aber offenbar ist das ein harter Kern, der meint, dass er durch diese öffentlichen Demonstrationen beeindrucken kann. Ich hoffe nach wie vor, dass ein größerer Teil der Bevölkerung sich davon nicht beeindrucken lässt. Schadet das der Stadt? Der Stadt hat es enorm geschadet. Der Imageschaden ist sehr groß und ich werde nach wie vor gerade von Gästen gefragt, warum ausgerechnet in Dresden? Dresden ist so eine wunderschöne Stadt, das ist eine Kulturstadt. Warum ausgerechnet hier? Und viele können sich das nicht erklären und deswegen, ja, es schadet der Stadt. Und ich denke, deswegen ist es heute wichtig, dass sehr viele auf die Straße gehen und sagen, es gibt noch ein anderes Gesicht.